Braucht ihr noch günstige FIFA-Coins für das Team of the Year, was jetzt am Montag kommt, Leute, dann checkt mal jetzt meine Beschreibung ab. Da sind meine Sponsoren MMOGA und IG World verlinkt, Leute. Einfach abchecken, danke. Yo, was geht ab, Leute? Wakes wieder am Start und willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal, Leute. Und ihr könnt es alle schon im Titel sehen, dieses Pack-Opening heute wird einfach alles rasieren, denn ich habe einen 90-plus-Walkout gezogen und ich will nicht zu viel sagen, aber ich habe auch noch einen zweiten Walkout gezogen. Vielleicht noch einen, vielleicht auch nicht. Checkt das Video auf jeden Fall bis zum Ende ab, Leute. Es war auf jeden Fall eine freshe Lightning Round am Start und zwar 50 K-Packs, Leute. Und die habe ich total auseinandergenommen und da habe ich unnormal viele Packs gezogen. Deswegen würde ich sagen, gönnt euch einfach die Lightning Round, gönnt euch auch. Ein paar von meinen Klamotten sind auch wieder in meinem Shop verfügbar. Autogrammkarten gibt es auch bei manchen Klamotten dazu. Checkt das auf jeden Fall ab. Auch wieder in Kindergröße und so am Start. Deswegen einfach mal reinschauen. Erster Link in meiner Beschreibung. Wird mich freuen, vor allem mit Autogrammkarten und so. Ist doch fresh, oder nicht? Lasst außerdem noch einen fetten Daumen hoch da, wenn ihr auch diese Totti Pack Opening so feiert und noch mehr von mir sehen wollt. Vielleicht lade ich dann ja direkt morgen oder übermorgen noch eins hoch, Leute. Deswegen einfach eskalieren mit dem Daumen hoch. Und ich würde sagen, ich laber nicht mehr lange rum. Let's go. Okay, Leute, wir haben die nächste Lightning Round am Start und es sind wieder 50k-Packs. Ja, Mann, genau darauf habe ich gewartet. Und genau diese 50k-Packs werde ich jetzt ziehen. Da waren drei riesen Sternschnuppen drin. Oh mein Gott, heißt es jetzt, dass da noch zwei weitere Spieler hinter sind? Ey, wenn die 50k-Packs jetzt so gut anfangen, dann weiß ich auch nicht. Und wir haben hier drin Bernd Leno 86, Basali 86 und ein fucking In von Bellerin auch noch. Was war das für ein heftiges Pack, Leute? Packluck ist am Start und so muss es weitergehen. Komm auf die Transferliste, ich muss schnell machen, Mann. Diese 50k-Packs sind bestimmt schnell weg zu den Strikern. Das wird ein riesen Pack-Opening, Leute. Das hier wird ein riesen Pack-Opening. Ich habe gerade noch ganz ein Autogrammkarte unterschrieben. Ihr seht das hier, damit ihr wieder zu jeder Bestellung in meinem Shop eine Autogrammkarte dazu bekommt. 700, 800, 900 Stück habe ich jetzt schon unterschrieben. 100 Stück fehlen jetzt noch ungefähr. Und es geht weiter mit den weiteren Packs, Leute. Ihr wisst Bescheid. Ich will hier heute wieder Packluck auspacken und ich muss mich beeilen, Mann. Okay, die Packs gehen nicht so schnell weg. Das heißt, ich kann ein bisschen chillen. Ich kann ein bisschen chillen und hoffe drauf, Leute. Stellt mal vor, jetzt ist hier gleich jemand drin. Der nächste in Form. Und das ist schon wieder Gray. Junge, den habe ich in diesem Pack-Opening doch schon 3-4 Mal gezogen. Wie oft will ich den heute noch ziehen, Leute? Ist hier auf jeden Fall richtig witzig. Guckt euch an, wie viele Duplikate hier drin sind. Was ist der Typ eigentlich wert? Ich guck mal schnell nach. Ist er immer noch um die 100.000 wert? Ja, ist um die 80.000, 70.000 wert. Das heißt, ist nicht schlecht, wenn ich den immer ziehe. Der kann gerne weiter in meinen Packs drin sein. Leute, Packluck ist am Start. Ihr kennt meinen Wakes Flakes Luck. Deswegen geht das hier direkt weiter voran. Alles real, alles uncut, Leute. Und bitte, sei wieder was drin. Und jetzt ist die Sternschnuppe so klein gewesen. Fuck, Alter, ich habe sogar vergessen, das Licht aufzustellen, weil ich gerade die Lightning Round gesehen habe. Shit, eigentlich müsste ich das Licht jetzt anmachen, aber ich will keine Zeit verlieren, Leute. Oder soll ich halt das Licht schnell anmachen? Ich weiß es gerade selbst nicht, Mann. Ich ziehe einfach weiter Packs. Die 50k-Packs müssen heute durchgeballert werden. Es ist doch jetzt mal Zeit für einen Walkout, Mann. Was für ein Yama. Dieser Typ regt mich immer so auf, wie er guckt. Guckt euch seinen Blick einfach mal an. Und der prankt mich jedes Mal, wenn ich diese Dreckspacks hier ziehe. Naja, was soll man machen? Ich chill jetzt einfach wieder ein bisschen. Zieh das nächste Pack. 600 Stück von diesen 50k-Packs sind schon weg. Und es ist wieder kein Walkout drin. Es ist aber wieder ein 84er plus Keeper. Wieso ist eigentlich jeder Keeper so hoch? Great. Oh, Patricio hat einen freshen Bart, Alter. Ich war auch gerade beim Friseur ein bisschen zack, zack machen lassen. You know, always stay fresh. Und es geht weiter hier. Ein Yama wieder in diesem Pack drin. Guckt ihn euch an, Mann. Guckt ihn euch einfach an. Leute, bitte, bitte jetzt. Ich glaube, in den nächsten 2-3 Packs wird ein Walkout drin sein. Stellt euch vor, gleich kommt diese Animation. Dann ist die Sternschnuppe blau und dann kann es nur Ronaldo, Messi oder Suarez sein. Einer von den drei wird es dann sein. Aber wir werden auch noch genug Packs zu den Mittelfeldspielern und zu dem ganzen Team of the Year ziehen. Weiß ich nicht, ob ich ein extra Pack-Opening nochmal zu den Verteidigern und zu dem Torwart rausbringen werde. Das muss ich gucken, wie ihr Bock habt, wie ihr dem Video einen Daumen hoch und so weiter gibt. Daran mache ich das dann fest. Und jetzt ist schon wieder ein 84er Torwart da drin. Dieser Glatzkopf Rainer. Holy shit, Alter. Eine Glatze wäre eigentlich auch fresh, wenn ich mir mal sowas schneiden würde. Wie viele Packs habe ich jetzt eigentlich schon wieder von den 50k-Sets gezogen? Einfach wieder kein einziger Walkout bis jetzt. Aber jetzt haben wir Eriksen drin. Ich glaube, vor ein paar Tagen war der sogar noch Team of the Week. Dann hätten wir den jetzt als Inform gehabt. Jetzt ist er aber der normale 84er wieder. Und das ist broke. Egal, alles in meinem Verein kann man alles immer für die Squad-Building-Challenges gebrauchen. Ihr wisst Bescheid. Weiter geht's. Die nächsten 50k werden rausgehauen. Wieso lädt das hier so lange? Okay. Ich dachte, das lädt lange. Ich dachte, das hat was zu bedeuten. Und dann kriegen wir hier Asensio. Ach, komm schon, Mann. 84 plus. Zwei 84er plus sind hier drin. Azpilicueta zum einen.
Und wer ist der Zweite, der noch hinter Azpilicueta ist? Leute, ich ziehe so viele Packs. John Terry ist da noch drin, Kagawa. Aber es wird irgendwie nichts. Wo ist mein Wakeslug hin? Ey, das muss doch heißen, dass gleich ein übertrieben heftiger Spieler kommt. Wenn ich jetzt schon ganze Zeit keinen Walkout ziehe, muss das doch was heißen. Bitte, Leute, wünscht mir einfach viel, viel Glück, Mann. Ich wünsche euch auch viel Glück. Wenn ihr diese Packs geöffnet habt, schreibt mir, wie gesagt, in die Kommentare, ob ihr einen Totti gezogen habt oder Neymar oder irgendwas anderes, welche Walkout ihr so am Start hattet. Weil ihr seht das ja, bis jetzt hatte ich keinen einzigen. Ich weiß nicht, woran das liegt, Mann. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht muss ich mal wieder meinen Verein zu Wakeslug umbenennen. Das mache ich dann aber alles in der nächsten Lightning Round und es wird doch jetzt mal Zeit, Mann. 84 plus, weil diese Lightning Round hier will ich jetzt noch ausnutzen. Und das ist Isco. Ich dachte, jetzt kommt wieder Asensio. Ihr wisst ja, das spreche ich immer so aus Joke und so. Und guck mal, fast nur Duplikate. Eriksen, Isco, Pedro kann man mitnehmen. Den Rest können wir eigentlich abstoßen. Zack, damit es hier viel schneller geht. Und ich habe nur noch 350.000 Coins, Leute. Falls ihr auch noch günstige Coins sucht, checkt mal die Beschreibung ab. Da sind auf jeden Fall meine Sponsoren MMOGA und IG Vault verlinkt. Ich würde euch MMOGA raten. Da gibt es momentan richtig günstige Coins. Einfach mal abchecken. Rabattcode und so. Auch alles in der Beschreibung. So, wir tun wieder alles im Verein. Hier gibt es ja kaum Duplikate. What the fuck war das für ein Pack? Alles klar, Leute. Das Pack war auf jeden Fall fresh. Und es geht weiter. Bitte! Wieso kommt kein Walkout, Mann? Ich raste hier gleich aus, Leute. Ich raste hier gleich komplett aus. Coman ist hier drin. Ey, Leute, was ist das? Was fucking ist das? Aber sein Afro ist auf jeden Fall fresh. Dazu sage ich dann immer witzig. Das habe ich lange nicht mehr in meinen Videos gesagt, ne? Muss ich mal wieder reinbringen. Das habt ihr auch nochmal gefeiert, dieses witzig. Oh mein Gott, dieses Pack finde ich jetzt aber nicht so witzig. Ich finde das einfach traurig, Mann. Ich will doch nur ein Walkout-Team auf die hier drin haben zu den Strikern, Mann. Nur ein einziger. Der Typ hat einen freshen Bart auf jeden Fall, muss man sagen. Der Typ ist auf jeden Fall fresh, no homo. Aber, Digga, wieso? Wieso soll man... Nein. Ich weiß, glaube ich, was fehlt, Leute. Jetzt wird Packluck mit dem Afro-Pack ausgepackt. Ihr seht, wie fresh ich aussehe mit dem Afro. Den lasse ich jetzt für die letzten Packs auf jeden Fall auf. Ich sehe auf jeden Fall übelst fresh aus. Und ich hoffe, das bringt diesmal wieder Glück. Die letzten Male hat mir das ja immer Glück gebracht, wenn ich so einen fucking Afro aufgesetzt habe. Come on, Afro. Bring mir einfach Packluck. Und es ist Walkout. Oh mein Gott. Bitte, bitte sei blau. Bitte sei blau. 90er plus Walkout. Wird es Neymar oder so? Wer wird es sein? Es wird Stürmer fucking Lewandowski, Alter. Boom. Die Afro-Packs regeln. Und da ist mein pinkes Trikot am Start. Leute, der Afro kann wieder weg. Wieso bringt er mir jedes Mal Glück, Mann? Ich kann's nicht glauben. 90er Walkout ist hier drin. Lewandowski, einfach unfassbar, Mann. Ich hatte gedacht, dass jetzt ein blauer Spieler, Suarez, Messi oder Ronaldo kommt. Dann wird es aber leider nur Lewandowski. Was für nur Lewandowski, Mann. Es ist ein 90er Plus Spieler drin. Wakeslug ist endlich am Start, Mann. Darauf haben wir gewartet. Was ist Lewandowski noch wert? Er ist auf jeden Fall viel wert, Mann. Da kriege ich auf jeden Fall wieder ein paar Coins raus. Den tue ich jetzt erstmal auf die Transferliste. Oh mein Gott, 90er Walkout im Pack. Einfach heftig. Und ich hoffe, es gibt jetzt noch ein paar Packs. Wir gucken mal, 1500 gibt es von denen noch. Okay, dann würde ich sagen, beim nächsten Pack machen wir nochmal so ein Afro-Pack. Vielleicht klappt das ja nochmal. Diesmal klappt es überhaupt nicht. What the fuck, wie sehe ich überhaupt aus? Aber ich sag's euch, ne, diese Afro-Packs, die sind immer fresh, Mann. Da setze ich den einmal auf, zieh direkt Lewandowski. Und jetzt geht dieses Pack nicht klar. Ich ziehe jetzt noch ein Pack von diesen 50k-Packs, Leute. Und dann warte ich auf die 100k-Packs oder so. Mal gucken, was aus dem letzten rauskommt. Ich würde sagen, wir sehen uns entweder bei der nächsten Lightning Round. Oder soll ich einfach noch eins ziehen? Egal, ich würde sagen, drei Stück gönnen wir uns noch. Ich mache jetzt mal ein Autogrammkarten-Pack, wenn das klappen würde. Oh, ich demoliere hier gleich sonst die Autogrammkarte. Zack, zack, hoch und boom, Leute. Mal gucken, ob das noch Packlack bringt. Nein, leider nicht. Oh mein Gott, okay, geil, wir gönnen jetzt noch zwei weitere Packs, denke ich. Und dann würde ich sagen, haben wir schon echt genug Packs gezogen, Mann. Ich glaube, das waren 3 Millionen oder 2 Millionen Coins, ich weiß es gerade selbst gar nicht. Zwei Packs gehen davon auf jeden Fall noch, würde ich sagen. Und wir kommen nach diesem Pack zum allerletzten Pack. Oh, Martial ist hier drin, der ist auf jeden Fall auch ein paar tausend Coins wert. Hier könnt ihr das sehen, über 30.000 geht Martial noch, das ist richtig fresh. Mal gucken, wer noch hinten drin ist, ist auf jeden Fall auch nice, denke ich. Nein, die stoßen wir alle ab. Aber, ja, das letzte Pack geht auf, Leute, und es wird noch mein Walkout. Ja, Mann, bitte noch einmal die Chance auf den blauen. Es wird wieder kein blauer, aber das ist unser zweiter fucking Walkout. Leute, lasst dafür einen Daumen hoch da, Leute. Petr Cech ist da nochmal drin.
Richtig unlucky hier nochmal zum Schluss. Aber was soll man machen? Ist der zweite Walkout Lewandowski gezogen, Peter Cech gezogen. Leute, sprengt einfach den Like-Button, dann kommen weitere Totti-Pack-Openings auf euch zu. Und ich verspreche es euch, Leute, ich werde noch einen ziehen. Ich werde so lange Packs ziehen, bis ich einen haben werde. Ihr könnt das hier sehen, Mann. Alles heftig eigentlich. Okay, Cech ist jetzt nicht so heftig, aber es ist ein Walkout. Lasst, wie gesagt, einen Daumen hoch da. Schreibt in die Kommentare, wen ihr so gezogen habt. Und wer bis jetzt dran war, schreibt auf jeden Fall nochmal Hashtag Totti in die Kommentare. Dann sehe ich auf jeden Fall von euch, wer so lange am Start war. Richtig korrekt von euch. Checkt hier jetzt oben noch meine Klamotten ab. Und hier oben könnt ihr noch ein Abo da lassen. Da unten ist noch ein weiteres Video verlinkt. Checkt das auch ab. Und dann würde ich sagen, Leute, danke fürs Zuschauen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal und Peace.